Moin, meine Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde hier seid bei meinem Video und damit herzlich willkommen in die Runde. Ja, kurzer React. Ich muss es React nennen, weil es wäre unfair, dem Yannick Beckers einfach seine Themen zu klauen. Insofern nenne ich das Video korrekterweise React. Ich muss noch ein paar Dinge sagen zu dem Video, was er heute veröffentlicht hat. Ja, es ist ein umfangreiches Thema, das erstmal dazu. So, Yannick Beckers hat ein cooles Video gemacht, in dem er ein paar, ich würde nicht sagen Weisheiten oder absolute Wahrheiten zum Besten gegeben hat, aber durchaus interessante Thesen, wie das, also zumindest habe ich das so interpretiert, sagen wir mal so, wie das in der Zukunft weitergeht, was das Thema Gold und Silber betrifft. Und er hat da einen wesentlichen Satz in seinem Video genannt, hat das aber meiner Meinung nach recht diplomatisch gut ausgedrückt, indem er gesagt hat, die jetzige Regierung zeigt Enteignungstendenzen. Ja, ich finde diesen Satz sehr gut gewählt, sagen wir mal so. Und ja, dem muss man leider Gottes in der heutigen Zeit zustimmen. Und ich denke auch, und mit dieser Meinung gehe ich definitiv konform, dass das womöglicherweise, ja, das ist ein dehnbarer Begriff, sich noch zuspitzen könnte. Muss nicht, aber es könnte. Wenn man jetzt sich so die Historie anschaut, er hat das in seinem Video ja auch erwähnt, was diese Enteignungstendenzen betrifft, ja. Die Regierung ist der Hammer, oder? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja, es ist auf der, weißt du, ich muss es vielleicht richtig formulieren, weil ich da zu diesem Thema lache. Ich lache deswegen, weil es so traurig ist, dass man da schon gar nicht mehr heulen kann. Ja, es ist einfach nur noch aberwitzig, sagen wir mal vielleicht so, was die Regierung da treibt. Ja, also wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit die hartgesottenen, ja, Edelmetall-Guys und Girls werden das wissen, wenn ich das sage. Konnte man, was Tafelgeschäfte betrifft, noch bis 14.999 Euro einkaufen. Ja, das wurde ja dann relativ schnell, ne, auf Messerschneide verringert, wenn man so will, auf 9.999 Euro. Und weil das noch nicht genug war, hat man auch das verringert auf 1.999 Euro. Ja, und das alles unter dem Vorwand der möglichen, ja, Terrorismusfinanzierung einerseits, wie es so schön heißt, in dem Gesetzestext, und der Geldwäsche, ja, also der möglichen Anfälligkeit der Geldwäsche. Und da hat er ein paar Punkte zusammengefasst, die ich in diesem Video ein bisschen korrigieren will, was zum Beispiel Schließfächer betrifft, ja. Das ist, soweit ich weiß, also zumindest in seinem Video hat er gesagt, dass das ab 2021 so umgesetzt wurde. Soweit ich mich erinnere, ja, ist das schon früher passiert. Worum geht's da konkret? Wenn du jetzt ein Schließfach bei der Bank eröffnest, dann wird, also zumindest vor 2021 war das schon so, dann wird das erst einmal einer unbeteiligten Behörde, nicht direkt im Finanzamt, aber einer unbeteiligten Behörde mitgeteilt, ja, dass du ein Bankschließfach eröffnet hast. So. Das wiederum, ganz klar, braucht man gar nicht um den heißen Brei herumreden, wird dann letztendlich sowieso dem Finanzamt gemeldet. Ja, also man kann ja so festhalten, das Finanzamt weiß ab diesem Zeitpunkt, wo du dein Bankschließfach eröffnest, schon mal Bescheid. Ja, zwar weiß es zwar nicht, was da drin ist, aber es weiß schon mal Bescheid, oha, du hast ein Bankschließfach. Er hat dann ein paar Präzedenzfälle gebracht, was jetzt Urteilsgerichte betrifft, wo zum Beispiel ein Ehepaar, die Hartz-IV-Empfänger waren, anscheinend ein Schließfach hatte, wo auch Gold drin war, ja, oder sagen wir mal Edelmetalle. Ich meine, Edelmetalle können ja vielschichtig sein, die dann ja offenbar dieses Zeug, ne, das rechtswidrig, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen, rechtswidrig, wow, ja, das dann sozusagen abgeben mussten, ja. Das ist nur ein Beispiel von vielen, ja, also mit dem Tafelgeschäft, dass man Menschen es schwerer macht, dass sie sozusagen anonym Gold kaufen können, damit der Staat das sozusagen nachvollziehen kann, ja, weil ein Händler erst einmal 10 Jahre dazu verpflichtet ist, Rechnungen zu archivieren. Man kann sich also vorstellen, mit wie viel Papier, ja, Papier ist das geduldigst, wie es so schön heißt, in Anführungsstrichen, ne? Ich meine, wenn man das jetzt digitalisiert, mag das auch anders ausschauen, aber trotzdem, mit wie viel Papier, in Anführungsstrichen, der Händler
durch seine Kunden, ja, oder mit seinen Kunden konfrontiert ist. Ja, also wie gesagt, es gibt eine 10-jährige Aufbewahrungspflicht, was Rechnungen betrifft. Mir ist jetzt so kein Fall bekannt, also in der aktuellen Situation, dass die Regierung explizit sozusagen auf diese Rechnung oder in dem Fall das Finanzamt darauf zugegriffen hätte. Wahrscheinlicherweise, muss man ehrlicherweise zugeben, würde das Finanzamt das sowieso nicht öffentlich machen. Das nur mal so als Beispiel. Man kann also festhalten, ja, sorry, ein Frosch im Hals, es gibt durchaus Enteignungstendenzen, ja, und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Enteignungswünsche, formulieren wir es vielleicht mal so rum, ja, dass die Regierung deutliche Enteignungswünsche hat, was ihre, in Anführungsstrichen, ihre eigene Bevölkerung betrifft. Insofern, ja, es gibt da Enteignungstendenzen, ich finde dieses Wort immer noch genial. Was die Regierung betrifft, ich wollte ja schon fast drunter schreiben, ja, so wie gewählt, so bestellt. Wäre aber nicht richtig, ja. Weil wahrscheinlicherweise viele auch gewählt haben, ohne dass sie das vorher abschätzen konnten, was daraus resultiert. Ich meine, es ist ja immer so ein dynamischer Prozess, ja. Der Punkt ist, die aktuelle Regierung hat Enteignungstendenzen und das zeigt sich in vielen Dingen, ja, Lastenausgleich oder dieses schöne Wort Grundsteuerreform. Wer hat es denn schon mal gehört? Ich finde es, man kann ja jedem Kind neuen Namen geben, so, ja. Und das machen sie auch und das machen sie auch ganz unverblümt, ja. Und ich finde es schon sehr interessant, dass man auf der einen Seite immer davon spricht, die Wirtschaft zu stützen und die Banken zu stützen. Ja, ich meine, da, ihr habt es ja gesehen, das ist ja dann plötzlich kein Problem. Ich meine, zwar ist das jetzt nicht aus der deutschen Regierung heraus resultiert, in dem Fall von der Schweizer Regierung, ja. Aber da ist es dann schon kein Problem, mal eben 50 Milliarden Franken, ja, zunächst in die Hand zu nehmen, nur um dann die Summe zu verdoppeln auf 100 Milliarden Franken, um eine Bank in Anführungsstrichen zu unterstützen, die dann lobenswerterweise sozusagen auch noch fusionieren darf mit einer noch größeren Bank, in dem Fall mit der UBS, ja, also ich spreche da von der UBS und von der Credit Suisse Bank. Und das finde ich schon erstaunlich, dass da dann plötzlich die Kohle da ist, ja. Man kann sich jetzt darüber streiten, ist das sinnvoll, dass man da so viel Geld in die Hand nimmt, aber weißt du, die Sache ist, wir haben so viele Probleme in Deutschland vor allen Dingen. Guck dir mal dieses Rentensystem an, ja. Ich meine, in Frankreich sind sie gerade erst auf die Straße gegangen, weil eben das um ein Jahr, ne, angehoben wird, was das Rentenalter betrifft. In Deutschland tangiert es die Menschen so nicht so wirklich, dass sie mehr arbeiten müssen wie in Frankreich, wie auch immer, ja. Aber man merkt, dass da, ja, ich würde sagen, ein Versuch stattfindet. Also man hat ja früher immer gesagt, ja, es findet jetzt ein Umschwung statt, eine Verteilung, ja, von Reich zu Arm. Und genau umgekehrt ist es, ja, es ist genau umgekehrt. Die Armen werden noch ärmer und die Reichen werden noch reicher und die Kluft dazwischen wird einfach immer noch größer. Und ich habe den Eindruck, dass das von der Regierung auch noch unterstützt wird, ja, eben durch solche Enteignungstendenzen. Weil, ich meine, überleg dir, was passiert denn, wenn du kein Gold mehr kaufen kannst, rein theoretischerweise kein Silber mehr kaufen kannst oder zumindest immer dazu verpflichtet bist, Angaben machen zu müssen, ja, so dass das Finanzamt immer Bescheid weiß, egal was du machst, ob du jetzt Arbeitnehmer bist oder Arbeitgeber bist oder ob du selbstständig bist, selbst und ständig, spielt ja keine Rolle, ja, dass du immer gewissermaßen dazu verpflichtet bist, ne, dass alles exakt genau nachvollziehbar ist. In Europa gab es ja auch lange Zeit die Diskussion eines Vermögensregisters, hat sich nicht ganz so umgesetzt, wie sich die Herren das so vorgestellt haben, aber nichtsdestotrotz ist ja auch das wieder so ein Tendenz dahingehend, dass man versucht, sage ich mal, dieses Finanzsystem auf komplett anderen Füßen zu stellen. Ja, das sieht man zum Beispiel bei dem Wunsch von den sogenannten Digitalwährungen. Ja, also jetzt nicht die klassischen Digitalwährungen oder Kryptowährungen, wie wir es nennen würden, wie Bitcoin, Ethereum und so weiter, sondern eher so der eigene Versuch, das Geldsystem dadurch zu begrenzen, ja, und dadurch einen gewissermaßen eine Vorgabe, wir haben ja gestern über diesen Knebel gesprochen, eine Vorgabe für den jeweiligen Benutzer zu erschaffen. Ja, so ganz so nach dem chinesischen, in Anführungsstrichen, Sozialsystem. Das sind Tendenzen, die sind wirklich erschreckend, ja. Und ich kann da nur wirklich jeden anraten, in Anführungsstrichen, sich schleunigst damit auseinanderzusetzen,
auch unter anderem Gold und Silber zu halten und zu diversifizieren und das am besten natürlich auch in physischer Form, ja, weil sonst kann es dazu kommen, dass das vielleicht irgendwann, weiß ich nicht mehr, möglich ist oder dass es zum Beispiel gar keine Tafelgeschäfte mehr gibt, ja, man hat das ja sehr schnell, sehr drastisch reduziert von heute auf morgen, auch die Differenzbesteuerung hat man von heute auf morgen ad acta gelegt, so mir nichts, dir nichts, ja, ohne sich dabei Gedanken zu machen, ja, weil sonst hätten sie ja den globalen oder zumindest den europäischen Handel irgendwie mit einbezogen, ja, und erkannt, dass ein Verbot oder eine Umstellung oder eine Nichtzulassung der Differenzbesteuerung bei Silbermünzen, ja, an sich obsolet ist, ne, weil dann bestelle ich es halt woanders, ne, zum Beispiel aus Polen, und dann habe ich meine Differenzbesteuerung zum Beispiel. Aber ne, das siehst du, diese Hirnlosigkeit. Kurzum, diversifiziert euch, ja, und dann werden wir sehen, was die Zeit noch bringt. Es bleibt spannend, ja. Danke für eure Zeit, Kuss geht raus, viel Liebe, bleibt freundlich zueinander, ciao und fahr, euer Matze.